Der Drachenbaby kann sie gar nicht tragen. Ach, weil sie das beißen würde mit dem anderen Kranz? Das kann sein. Wenn ich jetzt hier Teufelsflügel reinhaben will, dann geht das nicht. Ah, okay. Jetzt verstehe ich, dann müsste ich halt den Drachenschwanz halt weglassen, ja? Ah, es kommt auf die gelben Punkte oben an, okay. Ja, dann lassen wir den Drachenschwanz, Teufelsschwanz hier weg. Viel sowieso nicht so groß aufwand. Machen ihr so ein Drachenbaby da dran. Kann ich das nochmal ranzoomen hier? Wo war denn das? Ranzoomen. Einfach mal, weil ich das Ding mal aus der Nähe sehen will. Oh, ein Plüschdrache. Der so am Arm klebt. Der hat Edna lieb. Der gibt Edna die Umarmung, die sie gerade braucht. Oder halt auch nicht. Die sie zwangsweise bekommt. Ne? Speichern wir. So. Dann gucken wir uns hier mal um, was wir hier denn alles in den Nebengängen haben. Bäh, Trolle. Tolle Trolle. Aber haben wir neben den tollen Trollen auch noch was anderes? Oh, shit. Na, ich weiß nicht. Also das ist jetzt hier, ne? Neben den tollen Trollen natürlich nicht unbedingt das, was ich wirklich haben wollte, aber manchmal muss man einfach damit leben, was man kriegt. Ist so. So. Alter. Tja, sagst du. Ich sehe das. Ah, anders. Eine Goldkiste mit Topazstiefel. Yay. Puh, die kriege ich auch nicht an jeder Ecke hinterhergeschmissen. Wow, toll. Haben wir immer noch mehr Gänge hier. Zum Beispiel diesen hier. Dann haben wir einen von denen hier. Ich weiß auch gar nicht, wie viel wird jetzt von den Dingern haben. Überhaupt nicht. Windangriffskraft. Hm. Ist halt so die Frage, ob ich halt das brauche, ne? Haben wir denn hier so Sachen, die Savit trägt? Also nicht, die sind alle voll. Da würde ihm das wirklich ein bisschen gut tun, wenn er ein bisschen mehr Angriffskraft hätte. So. Die Frage ist ja, sehe ich irgendwo, wie viele Normen ich habe? 112 werden hier insgesamt angezeigt, aber es sind ja auch vieles hier, diese Effekte und alles. Ich glaube, bis hierhin gehen die Normen. Dann fehlen mir 1, 2, 3... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Normen, wenn meine Schätzungen richtig sind. Ich weiß, es wurde immer nur gesagt, es gibt 49, aber es wird ja auch manchmal was von 50. Normen erwähnt. Hm. Keine Ahnung, was genau es damit auf sich hat. Ich glaube auch nicht, dass wir die letzten 12 noch finden werden. Und das ist halt auch sowas, das sehe ich halt ähnlich wie in Dark Turtles Typen. Das ist mir dann halt relativ wichtig.
ist halt wie es ist. So, dann gucken wir nochmal in den anderen Ecken, was wir denn da noch so alles haben. Kann ja nur gut werden. Oder halt auch nicht. Ne, Bäumchen, lass ich mal Bäumchen sein. Wir haben hier noch genug zum Auskundschaften. Wie zum Beispiel diese Felsen da hinten. Die sind bestimmt auch ganz toll. Zack. Bin ich durch. Das ist eine Kupferkiste. Toll. Mit dem größten Schrott, den man finden kann. Jo. Na gut, ist nicht der größte Schrott, den man finden kann, aber es ist halt jetzt nicht wirklich irgendwas, was ich großartig gebrauche. Wann nutze ich denn schon mal einen Arkantrank? Ich habe sogar schon vergessen, was er macht. Entsetzt man Trank des A eines Feindes im Kampf um 2 wiederherstellt. Ja. Warum sollte ich so etwas tun? Weil du den Kampf schwerer machen willst, weil du sowieso alles überlevelst. Nein. Tue ich ja nicht. Sieht man ja. Sonst hätte ich das gegen den Dark Turtle schon irgendwie geschafft. Oder so. Habe auch davon gelesen, dass die meisten diesen Dark Turtle-Typen erst im zweiten Spieldurchlauf halt beziehen. Weil es vorher einfach ein viel zu großer Kampf ist. Kann ich irgendwo nachvollziehen. Weil wir haben ja gesehen, wie er mit Zenatsu, ich habe ja auch außerhalb der Aufnahmen halt nochmal gesehen, wie er einen einfach auseinander nimmt. Deswegen, das verstehe ich schon. So, eine Seitengasse haben wir noch, die wir untersuchen wollen. Wenn da nicht ständig diese Sprint-Druiden wären, weißt du? Laufen ja auch so, als gäbe es kein Morgen. Aber haben die nicht mal eine Form von Muskulatur, die bestehen nur aus Knochen. Ist einfach so. Okay. Irgendwie hier gemütlich an den Trollen vorbei. Danke. Da steht natürlich wieder einer meiner Lieblingsdruiden. Yeah. Och, bleib doch mal stehen. Weißt du, sie sind nicht so schnell, die mir hinterherlaufen. Nein, auch im Kampf laufen sie die ganze Zeit einfach weg. Weißt du, dann müssen auch nicht die ganze Zeit hier auf mich zukommen und mich umhauen wollen. Weißt du, wenn sie sowieso nur weglaufen. Ganz ehrlich. Vielleicht sehe ich doch ein bisschen zu kritisch, ich weiß es nicht. Nee. Noch so einer. Das ist eine Possibility. Gut. Jetzt aber bitte. Ohne dass da nochmal so ein Druide kommt. Das ist ein Troll, das ist ein Baum. Da hinten zwei Truhen. Aber hoffentlich lohnt sich die. Alles Teiler, ja, wupptidu. Und ein Pfirsichkrumm. Ja gut, davon habe ich ja jetzt neulich erst eins benutzt. So, dann können wir die Bergspitze jetzt verlassen und uns auf den Weg machen nach Elysia, Elysium. Ich vergesse den Official Name immer wieder. Och nö. Och nö. Können wir da nicht auch einfach hier in die Flucht eingehen hier? Ich hab nicht vor, gegen die zu kämpfen. Ist einfach mal so. Die nerven einfach wirklich. Ne, die Trians sind okay, die Trolle auch, aber die komischen Magier.
Boah. Weißt du? Ihr Flieger nicht auf Kampf. Wirklich nicht. Ja, jetzt wurde ich halt einem auch nicht mehr so viel geben. Wie viele Level haben wir denn jetzt? 79. Hat uns der Drache ordentlich EP gegeben. Eldalf, willkommen. Oder wie erscheinen. Oh. Leck mich doch, leck mich doch, leck mich doch, leck mich doch. Okay. Wenn es zwei Bäume gewesen wären, wenn es drei Ogre wären, gewesen wären, Ogre-Trolle, whatever. Dann wäre mir das egal gewesen. Ja, aber diesen Magiern, nee. So, Elysia. Wir kommen zurück. Und wir legen uns hier auf jeden Fall nochmal schlafen. Wow, it's completely trashed. Yeah. So, this was your house? Let's go. Okay, schön, dass wir darüber geredet haben. So viel dazu. Also übernachten ist ja auch nicht mehr. Na gut, dann speichere ich aber hier jetzt nochmal ab. Schon, ihr habt mir gerade den Speicherpunkt weggenommen. So. Und das heißt, ich soll jetzt wohin? Suche einen Weg nach Kamlan. Ja, ich kann mir vorstellen, wo dieser Weg ist. Wir haben davon ja schon. Oder ich hatte zumindest versucht, irgendwie, ne? Und so dahin zu kommen. Was ja meistens nicht ganz so gut funktioniert hat bislang. Weil der Weg zu war. Wir gucken mal, falls wir da vernünftig reinkommen und so. Die guten alten Ruinen. Ja, hier ist Bosheit am Werk. Das klingt doch super. Tag. What's that? Was? Siehst du denn? Strenge Donnergottstatue. Well, doesn't he look scary? It's probably the enshrined god of the Mount Mabinogio ruins. I couldn't tell you its name, but this is Zenris. What? You mean Gramps? Long ago, people worshiped Zenris as the god of thunder, the deity encompassing both severity and grace. Huh. So that whole time, what we grew up playing and exploring in was Gramps' shrine. Dam, dam, da. Okay. Na dann. So, und jetzt hier runter und dann hinter der Tür müsste es eigentlich sein, ne? Ja. Jetzt haben wir da nämlich auch einen Durchgang, den wir da vorher nicht hatten. Also sogar einen Durchgang, der auf der Karte markiert ist. Aber führt zu einem Ort. Obwohl, nee, ich glaube, das Ortssymbol ist für die Etage höher. Ist verwirrt manchmal. Aber ihr wisst, was gemeint ist. Gehen wir mal durch. Tiefen der Ruinen vom Mabinogio. Oh, was sind da ein paar? Reste essen oder was? What is this? He was the one who brought in the soldiers. Mhm. What a fool he was, right up to the very end. Muse! Lila, quickly! Heal her! Are you all right? I sense malevolence, but it's not too late if I still have my life to give. What are you doing? Don't try to move. Please, dear Seraph, I need to. I must do this. I want to give the world reason to hope, even should it cost me my life. But why? Because I believe. I believe that the children raised by Seraph Zenris will one day grow to become a shepherd and his companion.
I believe they will lead us to hope for the future. A bright future where humans and seraphim can live hand in hand. And that is your answer. Please, my staff. Thank you. Muse! Farewell, Muse. I too believe in your wish, and I know it will surely come true. Thank you. Mikleo, I'm so sorry. I'm fine. I'm sure we'll find Zenris just up ahead. And our missing Maltellus as well. Not to mention Catface. Let's get it on! Yeah. Everyone, let's do this! The prologue to the final act, huh? Lord Heldoth, my master. Can these people truly be stained with the colors you desire? But then, it is my job to see that they are. Gucken wir mal. So, Mikleo. Gucken wir uns mal deinen tollen Stab an. Gibt dir auf jeden Fall mehr Resistenz. Nehmen wir mal. Sollst du den Stab deiner Mutter tragen und ihn in das letzte Gefecht führen?